Guten Tag. Ja, hallo. Wir haben 2017. Ja, ach stimmt, ja, wir haben 2017. Ein frohes. Frohes Neues, das ist die erste Lutsches in diesem Jahr. Wir haben Januar. Sie ist ein Kilo schwer. Ja, genau, ein Kilo steht drauf. Leider hat wieder keiner von uns gewonnen. Und sie ist unbeschädigt. Meine auch. Da hinten ist eine kleine Delle drin, aber. Na? So. Ach, geht das wieder los. Hey. So Cutter-Dinger sind teuer. Ja, ich kann mir vorstellen, dass so ein Cutter-Ding teuer ist. Schneide ich nicht. Dann darfst du mir nicht geben. Ich bin sehr gespannt, was drin ist. Oh, ich auch. Ups. Kann ich einfach nochmal raten, was könnte drin sein? In welche Richtung? Was meinst du? Also, Star Wars lief ja jetzt, aber da hat man schon so viel in letzter Zeit. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht Harry Potter? Wegen dem fantastischen Tierwesen? Ja, kann sein. Ansonsten, Superheldenfilme gab es keine in letzter Zeit, ne? Also im letzten Monat? Nicht, dass ich wüsste, nee. Spiele kamen auch keine Gestalten raus, ne? Vielleicht was zu Resident Evil, das wäre auch schön. Also ich meine, Resident Evil kommt jetzt nicht. Das hat man noch nie drin, Resident Evil Zeugs, ne? Ja. Ja, das wäre doch mal was. 1, 2, 3, auf. Ah, meine hängt! Du hast sie richtig geschnitten. Okay. So. Na toll. Also wir haben das... wirkliche Superhelden-Loot-Chest. Ah, okay, das Heft machen wir jetzt mal wieder weg, ne? Superhelden-Loot-Chest-Buch, wollte ich gerade Video sagen. Oh, es ist was Praktisches für mich. Wir machen mal hier mit drin. Ja? Es ist ein... Mass Effect! Dini. Das geile ist gut. Ich brauche nämlich eine neue Mütze. Ich habe nämlich keine mehr. Und sie passt toll. Oh, ich bin gerade so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich habe eine wunderschöne neue Mütze. Ihr könnt das sehen, N7, das ist die... was ist das eigentlich? Andromeda. Also, ist das eine Organisation oder? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie lange es jetzt, dass die gespielt haben. Auf jeden Fall aus N7. Man sieht das überall auf Mass Effect, an dem Raumschiff, an den Rüstungen, überall ist das dran. Ziemlich cooles Teil. Werde ich heute vielleicht sogar schon mal zur Arbeit tragen. Wer weiß. Oh, so hier. Nehmen wir das hier. Ja? Wir haben eben gesagt, Superheldenfilme sind ja keine da. Nee. Wir haben uns getäuscht. Ich habe die Scarlet Witch. Ich habe War Machine. Okay, ich habe die schönere Figur. Ah, so, hier könnt ihr das sehen. Das ist, War Machine ist, wer es nicht kennt, das ist Iron Man quasi in Grau. War Machine ist sein Kumpane. Genau, selber Anzug oder ähnlicher Anzug wahrscheinlich. Scarlet Witch ist eigentlich die Tochter von Magneto, wird aber halt aufgrund der rechten Differenzen zwischen X-Men und den Avengers nicht da so dargestellt. Zeig mal. Oh, was gibt's denn noch drin? Ziemlich viel. Ja. Also deine ist mal wieder die schönere Figur, ja? Ja, es gibt Captain America, Iron Man, Falcon. Wow, schön, hast du den Wintersoldaten? Genau da spreche ich Deutsch aus. Wintersoldaten. Winter Soldier. Ein Black Panther. Wer ist Agent 13? Okay. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Wer ist Crossbones? Das ist der Typ, den Captain America am Anfang von Civil War vermöbelt hat. Oh Gott, das weiß ich nicht mehr. Giant Man, auch Ant-Man genannt. 6 Zoll, das ist die große Figur. Mhm. Coole Sache. Ja, auf jeden Fall macht sich gut in meinem Regal, neben dem Dutzend anderen Popfiguren, die wir schon haben. Da waren noch Gummibärchen drin, ich leg die mal da drunter. Das hast du schon gespoilert. Ich stell mal jetzt hier hin. So. Okay, was haben wir noch? Gummibärchen? Ja, meine liegen da drunter. Essen wir dann am Ende. Es gibt einen Aufkleber. Ein Standard Biohazard Aufkleber. Oh, hat was mit Resident Evil zu tun? Muss ja nichts mit Resident Evil zu tun haben. Das ist ein Standard Biohazard Aufkleber. Ja, ja, es ist auf jeden Fall Biohazard-mäßig was. Ne? Ja, also kannst du auf Autos kleben. Oder auf deine Regentonne. Keine Ahnung. Also, wenn das auf deine Regentonne geht, ist das echt. So, wir kommen wieder zum Thema Superhelden. Batman vs. Superman ist schon lange, lange her. Aber es gibt ein 200 Teile Puzzle. Es gibt ein. Guck, wie krumm meins ist. Guck da mal hier. Kann man das in der Kamera sehen? Wie krumm die Verpackung ist? Das hätte er schon mal aufgemacht und mir zugeklebt. Also, kann man das gut erkennen? Ja, man sieht sie unten in der Kamera, wie furchtbar krumm die Verpackung ist. Ich weiß nicht, was damit passiert ist. Es ist ein... Puzzle. Ja. Puzzle von diesem Bild hier drauf. Haben wir das gleiche Bild? Ja. Ja. Haben wir das gleiche Bild. Ich bin kein Puzzler. Ich auch nicht. Aber ich finde wiederum, es ist Batman. Und es ist Batman. Das ist einfach Batman, ne? Ich behalte es. Oh, meins ist krumm wie Sau. Da haben sie einmal drauf getreten. Ich weiß nicht. Jo, T-Shirt? Ja.
Ich hatte doch recht. Ich hatte. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Recht. Ich will es auspacken. Ich hatte recht, ich hatte recht, ich hatte recht. Womit? Lies es dir durch, dann weißt du es. Ja, ich bin da am Auspacken. Am Anfang gesagt. Oh, hier oben steht schon drin, Resident Evil. Ja, ich hatte recht. Ich liebe es. Oh, das ist cool. Ich liebe es, wenn ich recht habe. Kann man es sehen in der Kamera? Ja. Ach, herrlich, Resident Evil. Ich hätte unten rein. Raccoon City, auch noch nach den alten. Oh, ist das toll. Achtung, langsam fließt durchs Bild. Oh, jawohl, jawohl. Ja, das ist ziemlich cool. Ich weiß schon, was ich heute an der Arbeit anziehe. Ein super tolles Resident Evil Shirt. Ich lass mal wieder irgendwie zusammenfassen. Das finde ich richtig toll. Haben wir beide recht gehabt. So, das kommt hier vorne. Ich hab's dann wieder so halb zusammen. Resident Evil heißt in Japan Biohazard. Der neue Resident Evil Teil, der nächste Woche rauskommt, hat auch den Untertitel Biohazard. Ja, hab ich auch schon gesehen. Wie heißt der im Original? Biohazard? Biohazard? Ich glaube, der nächste heißt aber Resident Evil Biohazard. Oh, okay. So. Und es ist wieder ein Comic dabei. Zwei komplette Stories. Spider-Man mit Deadpool? Ach ne, zwei verschiedene. Oh, eine Civil War 2 Leseprobe. Fand ich nicht so toll, Civil War 2. Aha. Nee, das sind doch beide zusammen. Ja, das ist natürlich lustig. Endlich wird Deadpool auch mal ein bisschen mehr gefördert, nachdem der Film so erfolgreich war. Wandert auf meinen jetzt schon halben Meter hohen Comicstapel, die ich nicht lese. Ja, hier, die kenne ich doch. Das sind ja die Flops. Alle Filme floppen. Oh, ich fand die ersten zwei toll von den Fantastischen Vier. Ja, der neue war ja jetzt nicht so der Held. Den habe ich zum Glück noch nicht gesehen. Müsste ich mir vielleicht nochmal anschauen. Was sind das denn für Leute hier? Wer ist das? Das müsste Skywish sein, oder? Mit M? Na gut. Aber hier sind alle, guck dir das mal an. Ja, es sind halt Civil War 2, es hat einiges passiert. Neue Superhelden, lalalala. Und wer ist das? Du kennst sie doch alle. Nein! Das sieht aus wie der blaue Hulk. So, mal gucken. Wer kenne ich denn? Also die Fantastische Vier, ja, die erkennt man. Nein! Ja, der weibliche Thor. Nein! Dr. Doom. Frau Thor! Sie haben es wirklich gemacht. Ich dachte, es ist ein ausgedehnter Abbruch. Nein, das ist wirklich gewesen. Oh mein Gott. Tja. Also die Inhumans. Was sagt Zeus dazu, dass sein Sohn plötzlich eine Geschlechtsumwandlung gemacht hat? Der lebt nicht mehr. Das ist Mrs. Marvel, Captain America. Ja, ja, es gibt einige Veränderungen. Ich hoffe stark, dass das ein Flop wird mit der Frau Thor. Tja, dann Captain Marvel. Ist auch eine Frau jetzt. Wirtschaft. Guck mal, Old Man Logan. Oh, wo hast du das? Auf der vorletzten Seite. Aha. Aber er altert doch. Ach doch. Doch, er altert aber langsam, arg langsam. In dem neuen Film sieht man im Trailer, dass er wie so blutet und Narben hat und sowas, ne? Ja. Cool, neues Comic. Ja, wohin damit? Da kann man sie gar nicht sehen. Aha, ich mach's jetzt mal da ein. So. Es ist so, ein bisschen eng hier. Ich hab's noch ein bisschen Scheib auf. Egal, ich hab eine neue Mütze. So, jetzt kommt die Geschmacksprobe. Oh nein, ich hab's. Heute sind Gummibärchen dabei. Da. Etwas ganz Ausgefallenes. Oh, scheint so eine amerikanische Spezialität zu sein. Die sind so schön hart. Ich mag das deswegen so saftig und frisch und klebrig und diese, diese kleinen gibt's ja immer, wenn man die sind manchmal dabei, wenn man Dinge kauft, ne? Was denn für Dinge? Keine Ahnung. Atombomben. Hab ich manchmal bei PC-Teilen, bei Autoteilen immer was so ein kleines Tütchen Gummibärchen dabei. Mhm. Also schmeckt Gummibärchen halt, ne? Gummibärchen. Zutaten lese ich auch nicht vor. Gummibärchen kennt jeder. Oh, die roten und die grünen schmecken am besten. Ich finde Orangen am besten. Ich hasse weiß. Orange, nicht weiß. Ja, ich weiß, aber ich meine weiß. Achso. Kommen wir doch gleich mal zum Loot Chest Buch. Danger, Biohazard. Da haben wir auch schon, eigentlich hätten wir auch schon gleich raten müssen. So. Wir vorne. Wir kommen zum Gewinner des letzten YouTube-Gewinnspiels. Pascal von Paco TV. Du hast, das ist der Gewinner gewonnen. Eine Tasse. Von Kylo Ren. Jo, herzlichen Glückwunsch, ne? Ja, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch.
Und der Future YouTube-Channel SilentMike09. Hallo SilentMike. Was hast du mit dem Cutter vor? Ja, was hast du mit der Messer jedes Mal vor? Hallo, der hat einen Cutter. Da bin ich nochmal nur halbwegs beruhigt. Funko Pop News macht der Gute. Aha, von dir gibt's News, ne? Tja. Reviews zu Toys, Comics, Hörspielen und Filmen, Serien. Oh, das ist gut. Eigene Musikvideos. Oh. So, ja, okay. Gab's doch früher diese Anime-Musikvideos, ne? Ja, die sind toll, da hab ich immer noch die alten. Ich hab die alten auch noch alle. So, unser Resident Evil Exclusive. Oh, yeah. Nochmal, da hatten wir erstmal durch. Es war ein langer Arbeitstag. Es war gestern langer, noch längerer Tag. Ich bin einfach nur kaputt. Das exklusive Lizenz-T-Shirt. Kostet. Oh! Es ist mal teurer. Ja. 5 Euro teurer. Die Biohazard-Lizenz kostet wohl 5 Euro. Egal. Ich finde es gut. Ich hätte es mir auch gekauft. Echt? Für 20? Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber du hättest es ja nie gesehen, weil es exklusiv ist. Ich habe mir auch die Shirts bei EMP bestellt. Die kosten auch so um die Dreh rum. Hm. Also dementsprechend. Hm. Captain America, Civil War, Funko Pop. Wie üblich 14,95 Euro. Oh, das ist ein Bobblehead, steht dran. Cool. Was? Wo? Hier, steht Bobblehead? Im Text, ist ein Bobblehead. Ja, hier, eine Feder unten drin, siehst du? Ah, oh, ich lasse meine eben. Nee, die ist auch zu groß. In der Packung. So eine kleine Bobblehead hätte ich mir wieder auf den Monitor geklebt, aber der ist mir zu groß hier. Ich habe die anderen auch alle auf meinem Schrank in der Verpackung stehen. Ja, ich habe auch, die großen habe ich alle, aber jetzt den kleinen Hulk und den kleinen Thor. Die habe ich auch auf dem Monitor. Die waren ja in dieser Tüte drin, ne? Mhm. Aber eigentlich müsste ich die jetzt auch mal vielleicht auspacken und mal hinstellen, damit die Verpackung wegkommt und nicht mehr Platz habe. Aber ich weiß es noch nicht. Oh, oh fuck, das fällt gerade alles um mir. Das Justice of Dawn Puzzle. Justice of Dawn Puzzle, bitte. Ach, du weißt. Ja, yeah, so heißt es. Du weißt der Film? Nö, aber der Untertitel, glaube ich, ne? Ich habe keine Ahnung. Dawn of Justice heißt es, nicht Justice of Dawn. 200 Teile, absoluter Puzzlespaß. Absolut. So, es gibt auch mehrere Motive aus dem Film. Hm. Ich hoffe, ihr könnt es so ein bisschen erkennen. Ach, das ist obere Superman. Das obere Superman, dann hast du eine Szene mit Wonder Woman, Superman und Batman. Das haben wir nun auch schon aus dem Film, das ist ja langweilig. Also ich finde, dass das Batman-Design, was wir haben, das bessere ist. Ja, ich finde die beiden Poster-Designs besser wie dieses blöde Film-Screenshot da. Ja. Der Vinyl ist echt... Nein! Echt? Wo ist er? Da. 3 Euro? 3 Euro kostet der Sticker. Das Puzzle 4,95 Euro. Hätte ich aber teurer erwartet. Okay, aber das ist ja wohl... 3 Euro. Achtung, der Marktpreis für Haribo. Süße Aufmerksamkeit. Oh! Vielen lieben Dank. Und der Marktpreis für das Deadpool und Spider-Man Comic ist natürlich gratis. Ach, sehr schön. Er steht natürlich auch oben drauf. Ist das wieder irgendwas Exklusives? Nee, ne? Das ist vielleicht einfach nur so Werbung. Ich werde jetzt mal auf jeden Fall wieder meine Schutzhülle machen. Gratis, zwei komplette Stories, Leseprobe. Nö, ist nix. Dabei weiß, vielleicht hat das irgendwann mal einen besonderen Sammlerwert. Wer weiß. Unsere Enkelkinder graben es dann irgendwann aus, ne? Und dann gehen das mit mein Grab. 2000 Jahre später buddelt dich jemand aus. Oh, das ist meiner Meinung nach Deadpool. Komm, komm. Ja. So, Mass Effect. Exklusive Beanie. Exklusiv. Das ist der Plusartikel. Euro. Und das alles wegen diesem Schriftzug. Aber es passt wunderbar und es hält schön warm. Es ist wirklich auch sehr angenehm vom... Sieht auch echt nicht... Ich meine, so Gaming-Mützen sehen ja meistens echt lächerlich aus, aber dieses N7 sieht echt cool aus. Ich meine, weiß und rot auf schwarz passt einfach. Ne? Ja. Wer das Spiel nicht kennt, wird auch nicht denken, dass das ein Spiel ist. Der denkt, das ist irgendeine neue Marke oder so. Ja, ja. Das ist aber wirklich, das Material cool. Ist auch sehr angenehm. Es kratzt nicht. Die Mütze ist auch nicht zu schwer. Einfach angenehm, aber sie hält halt warm. Das ist toll. Also. BioWare. Ja, von BioWare. BioWare sagt BioWare, wir haben dort eine kleine Brücke geschlagen. 100% Acryl. So, hier gibt es nochmal Werbung für den 8-Bit-Shop. Stille deinen Nerdhunger. Mit der schicken. Ich finde das T-Shirt-Design vom Sturmtruppler richtig toll. Ich finde die Iron Man-Figur cool. Mit diesem blauen Feuerwasser. Das sieht aus wie ein Eisstrahlen. Und es gibt Werbung für den letzten Resident Evil Film, der demnächst kommt. Och, bitte nicht. Oh, ich finde den so, ich finde die schreckliche Serie. Ich habe noch keinen Trailer dazu gesehen. Ich kann noch nichts sagen. Aber wenn es wieder sowas wird wie die letzten zwei drei... Es ist wie 5 und 6 und 4. Also Teil 1 war super. Teil 2 fand ich auch noch richtig toll. 4 war noch auf dem Hochhaus.
Ach, das ist ja der sechste Teil, der rauskommt. Genau, vier war der auf dem Hochhaus, dann der fünfte war das mit dem Schiff und dieser komischen Stadt. Ah ja, mit den geklonten Simulationen, ne? Mit der Simulation. Und dann kommt der hier, wo sie am Ende dann geflügelte Dämonen alles hatten und man denkt, die hätten Blumen ausgegraben. Der dritte war in Las Vegas, in, ne? Der Wüste, genau. Ja, der war auch noch gut. Die ersten drei waren gut. Ja. Aber danach ging es echt bergab. Da, wo kam dann 3D, ne? Resident Evil 3D. Okay, das war der vierte. Ja, der war, so schlecht. Man muss natürlich auch gleich den irgendeinen Gegner aus... Welchen Gegner haben sie denn da genommen? Den großen mit der Axt, glaube ich, aus dem fünften Spiel? Nee. Dann habe ich das einmal geguckt, weil ich fand, dass das war damals die Zeit, als 3D-Kino neu rauskam. Und da waren andere Dinge, die in das Bild flogen und so. Ich fand das so furchtbar. Deswegen habe ich das noch gar nicht, einmal nur geguckt und das war's. Ich weiß. Also, ich habe noch gar nicht im Kino geschaut. Ich habe die ersten drei im Kino geschaut. Ich habe mir die auch auf DVD gekauft damals. Und den Kauf bereue ich bis heute nicht. Dann hatte ich Teil 4 und den habe ich mir dann immer auf Blu-ray gekauft und habe ihn wieder verkauft, weil er einfach nur so grottig war. Ich habe auch nur die ersten drei auf DVD. Die anderen habe ich nur einmal gesehen. Warum ist das so schief? Ich verstehe es einfach nicht. Ihr hattet nur eine Aufgabe. Unglaublich. Ist das auch so schief? Da hat der Praktikant mal wieder Käse gebaut bei dir. Ja, dann ist es auch ein bisschen schief, aber nicht so krass. Eins. Da hat doch jemand hier auch mit Tesafilm wieder zugeklebt, so wie es aussieht. Ja, ich habe hier auch Tesafilm. Achso. Sieh doch mal nach, ob alle Puzzleteile noch da sind. Mach das jetzt mal auf und guck, ob es wenigstens noch eingeschweißt ist oder sowas. Oh ja. Eingeschweißt. Okay, eingeschweißt ist es noch. Also gehe ich davon aus, dass noch alle 200 Teile da sind. Das haben sie wieder zugeschweißt. Habe ich eins rausgenommen. Also ich werde es auf jeden Fall puzzeln. Nächstes Mal zu Lucha ist es fertig gepuzzelt. Ja, ich werde meistens nicht mitnehmen, weil bis ich hier bin, ist es ziemlich kaputt. Kannst es ja auf irgendein so ein Bild, so einen Bilderrahmen kleben. Ich bin kein Puzzler. Ja, ich auch nicht. Ich habe früher mal gepuzzelt, vor schon 20 oder mehr Jahren. Ja, da habe ich auch so alles Mögliche, was man da gemacht hat, was heute nicht mehr so in ist. Wo es heute keinen Spaß mehr macht, sagen wir so, die Geschmäcker ändern sich ja noch. Ja, ja. So, ein schönes Foto hier, zack, unten, damit wir es als Thumbnail nehmen können. Toll, ne? Okay, dann danken wir fürs Zuschauen. Jetzt sitzt die Münze doch schief. Verdammt. So geht das aber nicht. Nein, überhaupt nicht. Egal. Du müsst das nächste Mal einen großen Spiegel einhängen. Ja, wir haben doch da einen kleinen Spiegel. Ach, das ist zu klein. Na gut, also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen, was ihr gesehen habt. Hinterlasst uns gerne ein Abo, wir würden uns bedanken. Und bei Anregungen und Fragen schreibt bitte in die Kommentare, was ihr wollt. Wir lesen alles und wir antworten aufs Gute. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal und schaltet wieder ein. Bis dann. Tschüss.